Das ist falsch. Verschlüsseln ist nach wie vor eine sehr effektive Möglichkeit, um die anlasslose Massenausspähung von Menschen zu verhindern. Die dahinterliegenden kryptografischen Algorithmen sind auch nach wie vor sicher. Sie beruhen auf mathematischen Problemen, die seit Jahrhunderten diskutiert werden. Sie sind also wesentlich älter als das Internet. Es ist nur wichtig, dass man diese Algorithmen auch korrekt implementiert, denn sonst entsteht der Eindruck, als wäre Verschlüsselung an sich unsicher. Besonders wichtig in Bezug auf Verschlüsselung ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, dass nur der Sender und der Empfänger einer Nachricht in der Lage sind, den Klartext zu lesen. Alle dazwischenliegenden Instanzen sehen nur Kryptogramme, die sie nicht verstehen. Die Initiative Volksverschlüsselung von Fraunhofer SIT und der Deutschen Telekom hat das Ziel, Menschen mit Schlüsseln zu versorgen, so wie andere Initiativen auch. Das ist wichtig, denn Schlüssel sind die Voraussetzung, um verschlüsseln zu können.